Schönen Abend von meiner Seite. Mein Name ist Bianca Kempf und ich bin vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und auch bei der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit, FIPO. Wir haben mittlerweile schon 4 Bände zum Thema Rechtsextremismus rausgebracht. Da habe ich nachher ernst dabei, was sich wirklich auch nochmal um so geschlechterreflektierte Perspektiven dreht, also auch zum Thema, zu dem ich heute rede, und zwar in Männlichkeit und die Ablehnung von Weiblichkeit in der extremen Rechten. Da haben wir vorhin schon kurz ein bisschen über den Titel gesprochen, dass der ein bisschen irritierend ist. Können wir gern vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen oder sonst im Laufe des Vortrags gern sowieso drüber diskutieren. Da würde ich gleich, das habe ich vorhin auch schon kurz angeschnitten, vielleicht nochmal kurz dazu sagen, dass ich meistens Vorträge lieber so anlege, dass ich nicht jetzt einfach irgendwie eine Stunde durchrede und dann dürfen Sie noch Fragen stellen, sondern ich würde es gern so machen, dass gern währenddessen entweder Nachfragen oder Anmerkungen, gern auch Kritik gestellt werden können, weil ich erfahrungsgemäß ist das meistens angenehmer für alle und für mich auch. Genau, und noch zusätzlich, der Vortrag heute ist Teil der Vortragsreihe, den wir, also das DÖF, gemeinsam mit der Volkshochschule, mit einem Kollegen, der heute leider nicht da sein kann, gemacht haben, und zwar ist Rechtsextremismus in Klammern noch Männersache. Und da darf ich auch ankündigen, dass genau heute in einer Woche redet noch mein Kollege, der Bernhard Weidinger, zum Thema Burschenschaften. Und zwar, ich lese kurz den Titel vor: Deutschnationale Studentenverbindungen und Männlichkeit, Österreich und die USA im Vergleich. Wird in jedem Fall auch spannend. Genau, und Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, auch da wieder zu kommen. Genau. Um 18 Uhr ist das wieder? Genau, wieder um 18 okay, Uhr, auch wieder hier. Genau, 18 Uhr bis 19.30 Uhr wieder. Und Anmeldemodalitäten sind auch dieselben. Ja, vielleicht sage ich noch ganz kurz was zum DÖF, weil das vielleicht nicht allen ein Begriff ist. Also wir sind grundsätzlich, wie der Name schon sagt, ein Dokumentationsarchiv, also das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, 1963 gegründet. Im Laufe der 70er Jahre wurde dann, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, und zwar deswegen gegründet, um quasi einerseits die Verbrechen des Nationalsozialismus in Österreich, aber vor allem auch den Widerstand dagegen zu dokumentieren und festzuhalten. Im Laufe der 70er hat sich dann auch die Sammlung Rechtsextremismus und auch zum Neonazismus entwickelt, und das ist auch genau die Sammlung, wo ich bin. Das heißt, ich setze mich mit Rechtsextremismus und Neonazismus seit 1945, aber vor allem auch in der Gegenwart auseinander. Und wir machen da viel Monitoring von Zeitschriften online, was eben ein ganzer Haufen ist. Wir machen BenutzerInnenbetreuung, es rufen immer wieder Zeitungen an und wollen irgendwas wissen, aber zum Beispiel auch SchülerInnen und StudentInnen für irgendwelche Arbeiten. Und was ich eben auch viel mache, ist Vermittlungsarbeit. Das heißt, ich gehe eigentlich viel an Schulen, mache dort Workshops, nicht nur mit Schulen, aber vor allem mit Schulen. Genau, und da auch vorwiegend zum Thema Rechtsextremismus, aber auch viel Antisemitismus. Genau. Ja, so viel dazu. Also es kann sein, dass ich am Anfang noch ein bisschen komisch herunter mit diesem Board, weil es... Hallo. Hallo. Vielleicht zur Info für euch auch. Wir nehmen das auf. Okay. Genau, und ich habe vorhin schon die Bitte ausgesprochen, gern währenddessen Nachfragen zu stellen oder Anmerkungen oder Kritik. Das muss man nicht bis zum Ende aufsparen, sondern genau. Vielleicht jetzt noch kurz zum Überblick, was ich heute vorhabe. Und zwar würde ich am Anfang gern auch deswegen, um verstehen zu können, was denn eigentlich die Kritik ist, ein bisschen aufbauen, mit so Grundlagen in so feministischer Wissenschaft, was Verständnis von Geschlecht angeht. Danach nochmal die Begriffe Naturalisierung, Binarität, Heteronormativität kurz erklären, weil die dann auch nochmal relevant werden für bestimmte Männlichkeitskonstruktionen.
und dann auch nochmal ein bisschen in so theoretische Überlegungen zu Männlichkeiten reinzugehen, beziehungsweise da auch auf Konzepte von so kritischer Männlichkeitsforschung. Genau, und dann kommen wir eh schon zum Hauptthema Männlichkeiten im Rechtsextremismus. Da werde ich vor allem, also einerseits über so die Grundvorstellungen reden, aber dann auch über die Funktionen. Also quasi so die Frage, warum ist eine bestimmte Männlichkeit auch so anziehend? Genau, dann auch noch ein bisschen auf Feindbilder und vermeintliche Begründungen, warum zum Beispiel auch Männlichkeit in der Krise ist. Und warum es quasi umso notwendiger ist oder geworden ist, sich zu wehren. Gegen was sehen wir dann eh auch noch. Dann habe ich aktuelle Beispiele mitgebracht, ein paar auch mit Videos, die auch nochmal ein bisschen zeigen sollen, wie das aktuell sich äußert und aussieht. Und zwar auch da unterschiedliche Gruppen bzw. auch Parteien. Genau, und dann nochmal kurz, weil ich das auch gern mache, dass quasi nicht alles immer nur vielleicht nicht nur negativ ist, sondern auch quasi nochmal so Möglichkeiten und Herausforderungen für Prävention, also was da und da vor allem auch in so kritischer jungen Arbeit, also quasi auch mehr so im sozialen Arbeitsbereich, also was da Möglichkeiten sein könnten, sollten. Okay, geht das so? Genau, also wie ich eh schon angesprochen habe, kurz zu den Grundlagen. Genau, eben in der geschlechtersensiblen bzw. feministischen Wissenschaft, also das, ich komme auch aus den Gender Studies und das ist wirklich quasi so die Grundlage, die sich mittlerweile zum Glück nicht mehr nur auf eine feministische Wissenschaft beschränkt. Und zwar, dass da grundlegend unterschieden wird zwischen, und da wird es noch schwierig in der deutschen Übersetzung, aber quasi im Englischen zwischen Sex als das biologische Geschlecht, also quasi das Geschlecht, mit dem ich wirklich körperlich geboren werde, und Gender als das sozial hergestellte Geschlecht, wo dann, das sehen wir dann gleich nochmal näher im Konzept von Doing Gender, wo quasi gewisse Zuschreibungen, Rollen, vermeintliche Charaktereigenschaften aufgrund von dem natürlichen Geschlecht nicht nur zugeschrieben werden, sondern quasi einerseits vorausgesetzt werden und dadurch aber auch immer wieder unveränderbar. Da kommen wir dann nachher auch nochmal dazu, was das dann konkret bedeutet. Genau, und das ist auch ein relevanter Punkt, dass quasi Gender, also sozial hergestelltes Geschlecht, also was meint das sozial hergestellt, dass das da auch nochmal viele Bereiche umfasst, also dass das sowohl die Sozialisation ist, also wie wachse ich auf, wie werde ich erzogen, aber auch viel durch gesellschaftliche Diskurse in Medien und so weiter geprägt wird und schon nach je nach Zeit, Ort und auch gesellschaftlichen Kontext unterschiedlich sein kann. Also das ist jetzt nicht in dem Sinne quasi für immer festgeschrieben, aber es ist jedenfalls, zumindest in bestimmten Vorstellungen, quasi an das biologische Geschlecht geknüpft. Beziehungsweise ergibt sich aus dem. Und da ist auch noch ein wichtiges Konzept, das sogenannte Doing Gender. Das heißt, dass eben genau dieses Gender als soziales Geschlecht hergestellt wird. Also das nennt man in der Wissenschaft dann auch Performativität. Das heißt, dass Geschlecht bzw. auch Geschlechtsidentität hergestellt wird und zwar in einem fortwährenden Prozess und Akt des Tuns, aber nicht unbedingt bewusst. Also vielleicht kennen Sie das auch selber quasi so im alltäglichen Handeln. Also wenn man dann zum Beispiel irgendwie dran denkt, was spezifisch oder vermeintlich spezifisch männliche Eigenschaften sind oder weibliche, also quasi auch wie sich das im Alltag äußert und aber auch einschreibt. Und dass wir quasi da aber auch, wie gesagt, nicht unbedingt bewusst permanent dabei sind, das herzustellen und aufrechtzuerhalten. Genau, und was heißt das aber, wenn man das soziale Geschlecht als quasi performativen Akt verstehen, also einer, der
quasi ständig getan wird und reproduziert wird. Das heißt halt dann auch, dass eben bestimmte Eigenschaften und so weiter eben nicht biologisch angeboren sind und festgeschrieben, sondern sie werden in gesellschaftlichen Prozessen hergestellt. Genau, wie es da unten eh nochmal steht, beeinflusst durch Diskurse, Erziehung, Politiken und so weiter. Und das Konzept von Doing Gender geht eh schon auf das Jahr 1967 zurück. Also da wurde eine von Harold Garfinkel, der hat eine Studie veröffentlicht, wo er den Geschlechtsangleichungsprozess von einer Transfrau beschrieben hat und quasi da dann irgendwie so die Erkenntnis hatte, dass es eben nicht nur darum geht, dass das körperliche Geschlecht quasi angepasst, also verändert wird, sondern dass die Person eben auch eine bestimmte Art sich zu verhalten und im öffentlichen Raum zu bewegen lernen musste, um quasi als Frau dann gelesen zu werden und als Frau durchzugehen. Genau, und das wurde dann später auch nochmal von, also dann in den 80er Jahren auch nochmal weiterentwickelt und quasi verwissenschaftlicht. Und dann, also ich weiß nicht, ob Ihnen Judith Butler was sagt, aber die hat das vor allem dann auch in den 90er Jahren nochmal stark aufgegriffen und auch erweitert. Also jetzt muss ich wieder. Ist soweit klar, oder? Genau, die weiteren Grundlagen, die ich gerne noch erklären würde, sind eben bestimmte Begriffe, die dann relevant werden auch für ein rechtsextremes Geschlechterverständnis, und zwar allen voran die Naturalisierung, das heißt eine vermeintliche Natürlichkeit von Geschlecht, also genau das, was ich vorhin erklärt habe, dass bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen werden genau einerseits eben als männlich oder weiblich zugeschrieben und sind quasi aufgrund der Natur angeboren und unveränderbar. Und diese Naturalisierung, beziehungsweise auch die Begründung mit so einer Natürlichkeit, beschränkt sich an einer extremen Rechten nicht auf Geschlechter, also auch auf Geschlechterverhältnisse, aber auch quasi auf alle anderen Vorstellungen von Ungleichheit, also da wird ja ständig mit dieser, also ideologisch mit dieser Natürlichkeit argumentiert und dadurch auch quasi eine gewisse Hierarchisierung, da kommen dann auch noch dazu, und Ordnung versucht zu erklären und zu legitimieren. Genau, aber so bezieht sich das eben auch auf die Geschlechterebene und da auch ganz stark. Der zweite Punkt ist Binarität bzw. Geschlechterdualismus. Auch da wieder, also quasi es gibt nur zwei Geschlechter und die sind ausschließlich männlich oder weiblich. Auch da wieder natürlich und unveränderbar. Und sie sind auch komplementär zueinander. Also das ist dann auch viel quasi, was passiert in der Zuschreibung von gewissen Charaktereigenschaften, gar nicht unbedingt auch so klar formuliert, aber zumindest subtil, also schwingt das immer mit, also quasi wer ist der Aktive, also wem wird quasi Aktivität und wem wird Passivität zugeschrieben, quasi wer ist rational, wer ist emotional, also da haben wir immer männlich, weiblich, das Politische, das Private, und eben da eben dieses Komplementäre zueinander, das heißt gegensätzlich, aber einander ergänzend. Genau, und dann als letzten wichtigen Begriff eben noch die Heteronormativität, das heißt, dass die Heterosexualität auch ebenfalls unveränderbare Norm ist. Da gibt es manchmal... Also da würde ich sagen, dass gerade zur Heteronormativität vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist, dass die nicht immer umfassend gültig ist. Also es ist nicht grundsätzlich ein Widerspruch, zum Beispiel schwul zu sein und in der extremen Rechten aktiv zu sein. Aber es ist trotzdem nicht die Norm. Und da sind die, ich meine, je nachdem, in der FPÖ ist es vielleicht noch einmal ein bisschen andere Geschichte. Ja, wobei auch da ist immer die Frage quasi, wie offen kann das zum Beispiel auch kommuniziert werden oder wie wird quasi auch intern damit umgegangen, und es ist auf jeden Fall aber die Ausnahme. Genau.
Gibt es Studien zu so internalized Homophobia in der rechtsextremen Szene? Ja, bestimmt. Ich meine, mir fällt auf die Schnelle keine ein, aber internalisiert meinst du? So Menschen, die ihre eigene Homosexualität so wenig akzeptieren, dass sie dann in so eine extreme Szene einsteigen. Also für den österreichischen Kontext glaube ich fast nicht. Da müsste ich nachschauen, aber ich bin mir sicher, dass es sowas gibt. Vor allem auch, und ich würde da sogar nochmal einen Schritt vorher gehen, quasi auch so die Abwertung der eigenen Bisexualität und was quasi das schon an Widerstand auslöst. Aber das kann ich dann nachher schnell nachschauen, okay. Aber ja, gibt es bestimmt. Okay, ja genau. Nächster Punkt, quasi so die Grundlagen Männlichkeiten. Und da ist ein Konzept sowohl in der kritischen Männlichkeitsforschung, aber auch zum Beispiel, also wir in der Rechtsextremismusforschung beziehen uns auch auf die beiden sehr stark. Und das ist eben einerseits so dieses Konzept der hegemonialen Männlichkeit nach Melvin Cannell, was auch schon von 1995, beziehungsweise in der deutschen Übersetzung, glaube ich, 1999 ist, hat, ich würde sagen, in Grundaussagen wenig an Gültigkeit verloren, aber es gibt auch Kritik drin, das wäre dann das untere, aber da komme ich gleich dazu. Genau, also was Cannell gesagt hat, ist, dass es beim Thema Männlichkeit vier Grundmuster gibt im Umgang mit der eigenen Männlichkeit. Und das ist einerseits Hegemonie, also hegemoniale Männlichkeit, das heißt quasi die Männlichkeit, die in der Rangliste ganz oben steht und quasi die vorherrschende Männlichkeit ist und auch immer die ideale Männlichkeit. Und steht eh da, also quasi in der hegemonialen Männlichkeit werden einerseits Frauen, aber auch alle niedrigeren Männer ausgeschlossen bzw. untergeordnet zur Absicherung von Dominanz und Macht. Zu den Funktionen kommen wir nachher dann eh auch noch. Genau, und ich meine, fällt Ihnen da ein Beispiel ein, was so eine hegemoniale Männlichkeit sein könnte? Ganz banal. Okay, so vielleicht so ein ganz banales Beispiel wäre ein weißer, sehr erfolgreicher Mann, der heterosexuell ist und sportlich und quasi und sehr erfolgreich auch, also da ist quasi der Klassenaspekt, also quasi wirklich auch mit viel Geld. Genau, das wäre so eine der Idealvorstellungen. Die dann, eben da wären wir dann beim zweiten Grundmuster in der Unterordnung und in der Komplizenschaft, die beide jeweils schon auch noch von gewissen so hegemonialen Vorstellungen aber profitieren. Also die vielleicht nicht im selben Umfang wie eine hegemoniale Männlichkeit profitieren, aber schon noch gewisse Vorteile aus dieser Ordnung quasi ziehen. Und die quasi ganz unten sind, bei den vier Typen, ist eben die marginalisierte Männlichkeit und das sind dann die Formen von Männlichkeit, die aufgrund von Ethnie oder Herkunft, Sexualität und Klasse quasi nicht, also weder in das hegemoniale Schema noch in das direkt untergeordnete oder komplizenhafte fallen. Genau, das ist so das Konzept hegemoniale Männlichkeit nach Raven Cornell. Und dann gibt es Michael Meuser, auch ich glaube ein Soziologe, der das noch einmal adaptiert hat und gemeint hat, okay, einerseits ist das so nicht mehr zulässig, irgendwie zu sagen, okay, es gibt eine Form von hegemonialer Männlichkeit, sondern die kann durchaus noch mal auch wieder irgendwie nach Kontext und Ort unterschiedlich sein. Und eben, dass sich auch hegemoniale Männlichkeiten bzw. generell Männlichkeiten im Wandel befinden. Und da würde ich auch zustimmen. Also da macht er vor allem
drei Ebenen auf. Die erste ist eben die ökonomische, also quasi im Zuge von Neoliberalisierungsprozessen und Prekarisierungsprozessen, eh schon seit den 70ern, aber quasi immer stärker, ist es zum Beispiel nicht mehr so, dass und da hat man dann auch schon die zweite Ebene vom familiären, zum Beispiel das Konzept vom männlichen Ernährer und Alleinverdiener, der quasi Vollzeit arbeitet, während eben die Frau zu Hause bei den Kindern ist, also dass das so zunehmend tatsächlich auch real weniger umsetzbar ist aufgrund von Prekarisierung, viel mehr Teilzeitarbeit, viel mehr, also tatsächlich finanzielle Unsicherheit, als das noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Genau, und dadurch eben auch, dass eben quasi so die Frage nach seiner Rolle in der Familie und aber auch, dass sich dahingehend quasi schon auch so Vorstellungen von Familienkonzepten tatsächlich ein bisschen pluralisiert haben. Also dass zum Beispiel auch verstärkt der Wunsch oder die Anforderung ist an den Vater, dass der sich auch mehr um Kinder, zumindest um Kinder kümmert. Ich würde nicht sagen generell Reproduktionsarbeit, aber zumindest mehr um Kinder. Und also zum Beispiel dann auch zumindest einen Papa-Monat macht oder den Karenz geht. Also das sind schon Veränderungen, die man sich auch anschauen muss. Genau, und dann auch körperlich. Also quasi da auch die Veränderung von, dass immer mehr auch die Anforderung ist, dass auch Männer quasi auf ihr Aussehen schauen müssen und quasi den perfekten Körper haben müssen und dass da auch in den letzten Jahrzehnten wirklich ja, eigene Industrie entstanden ist, die so davor auch noch nicht vorhanden war. Also das sind quasi so seine drei Punkte, wo er sagt, dass das vielleicht so in dem Konzept von Cornell nicht mehr ganz so einfach zu beantworten ist. Genau, aber das vielleicht auch nur so kurz als Grundlage. Genau, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Gibt es bis dahin irgendwelche Fragen? Anmerkungen? Okay, Männlichkeiten im Rechtsextremismus. Das ist immer so ein bisschen schwierig grundsätzlich, weil quasi einerseits oft angenommen wird, dass Rechtsextremismus was ist, was sich quasi ausschließlich bei jungen Männern findet, also bei Männern und bei jungen Männern, aber das stimmt so nicht. Also eben vor, ich glaube, ein, zwei Wochen hatten wir auch einen Vortrag zu Frauen im Rechtsextremismus. Aber es ist schon so, dass es, also einerseits, dass keine andere politische Richtung, außer vielleicht der Islamismus, so sehr auf Männlichkeiten und zugehörige Bilder setzt wie der Rechtsextremismus. Und auch, dass der Überhang an Männern kein Zufall ist, sondern schon nochmal in der Ideologie selber begründet ist. Da steht gar nichts dabei. Okay. Genau, und da vielleicht nochmal so kurz überblicksmäßig, warum der Überhang an Männern kein Zufall ist. Und zwar, dass eben diese bestimmten Geschlechter, Bilder und Zuschreibungen Wahrnehmungen und Handeln strukturieren. Das heißt, es ist, und was heißt das dann, wenn Wahrnehmungen und Handeln strukturiert wird? Das gibt natürlich auch eine gewisse, also einerseits Perspektive und andererseits Sicherheit und ist dadurch gleichzeitig ein wichtiges Einstiegsmotiv. Und da sind wir zum Beispiel dann auch wieder bei dem Punkt, warum ist das dann gerade auch nochmal für junge Männer interessant, wenn man überlegt, wie Pubertät und Adoleszenz gerade in Bezug auf Identitätsbildung aussieht und wie viele Verunsicherungen da grundsätzlich eh schon da sind. Da ist es natürlich dann ein sehr anschlussfähiges Angebot, weil es auch recht klar ist, unvermeidlich widerspruchsfrei, was so dann ja, vielleicht eh nicht ganz so aufgeht, aber zumindest in dem, was es verspricht. Genau, und diese Männlichkeitsvorstellungen sind
ziemlich stabile Vorstellungen. Also da kommen wir nachher auch nochmal kurz dazu, was sich vielleicht ein bisschen aus Gründen geändert hat, aber eben immer so als Reaktion auf so Gleichheitsversprechen der Moderne, das heißt eben auch zunehmende Liberalisierungen, Ausdifferenzierungen, Pluralisierungen von Geschlechtsidentitäten, Identitäten, von Lebensmodellen und so weiter. Genau, aber im Rechtsextremismus, da sind wir jetzt wieder bei der Binarität und vor allem bei der Natürlichkeit, ist es dieses ganz klare Angebot und der ganz klare Bezug von eben strikt binär, also entweder männlich oder weiblich, und immer mit Natur begründet. Und das wiederum eignet sich, beziehungsweise bedingt sich auch gegenseitig, was ich vorhin auch schon kurz gemeint habe, um andere duale Ordnungen, also zum Beispiel wir und die anderen, begründen zu können, weil sich das natürlich sehr gut dann immer wieder in diese Logik einordnet und auch in die Logik von vermeintlicher Natürlichkeit, von Ungleichheit einordnet. Genau, und noch als letzter Punkt, da steht Scharnierfunktion ohne weiteren Text. Genau, das darf man auch nicht unterschätzen, beziehungsweise beobachten wir auch aktuell ganz stark, da komme ich nachher bei den Beispielen noch dazu, was für eine Scharnierfunktion so Geschlechterdiskurse haben, und zwar in die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Gerade dann, wenn es zum Beispiel um Rechte für Homosexuelle oder Transpersonen geht, also das zieht sich durch, beziehungsweise ist umgekehrt, ist kein Alleinstellungsmerkmal von der extremen Rechten, und das heißt quasi, dass das natürlich auch sehr anschlussfähig ist, bestimmte Geschlechtervorstellungen in der Mitte von einer Gesellschaft, und da sind wir dann auch wieder beim Thema, warum das quasi auch bei jungen Menschen dann doch sehr gut funktioniert. Genau. Und zwar die Funktionen, also eben wie jetzt eh öfters schon rauskommen ist, also Geschlecht funktioniert auch als sozialer Platzanweiser. Das heißt, in dieser Logik von Natürlichkeit und Binarität und so weiter ist es und quasi den zugeschriebenen Eigenschaften und Rollen und auch teilweise Fähigkeiten, ist es auch quasi auch immer ganz klar, wo dein sozialer Platz in der Gesellschaft ist. Was vermeintlich dann auch Verunsicherungen oder Ängste reduzieren soll. Und da beziehen wir uns dann in der Wissenschaft auch wieder auf ein Konzept, das sich Dominanzkultur nennt, und zwar nach Birgit Rommelsbacher von 1992, hat nichts an Aktualität verloren, die quasi unter Dominanzkultur beschreibt, dass es auch da wieder der Versuch im Alltag, also quasi auch ähnlich wieder wie beim Doing Gender, wo bestimmtes geschlechtliches Verhalten im Alltag quasi eingeübt und ständig reproduziert wird, meint Dominanzkultur den Versuch im Alltag auch zur Konfliktlösung und da vor allem zur inneren. Also da sind wir jetzt ein bisschen auch in der Psychoanalyse. Quasi Konfliktlösungsmuster im Inneren, also jetzt gar nicht noch schon unbedingt nach außen, sondern im Inneren, alles nicht identische, das Fremde. Das können, also das Anfangen von Ethnie, Religion, auch Geschlecht, Sexualität und so weiter. Und dahingehende Spannung bzw. Verunsicherung werden versucht, durch Hierarchisierung und dadurch durch Abwertung zu mildern und werden teilweise mit Gewalt durchgesetzt, und das kann auch schon sprachliche Gewalt sein. Genau, und was heißt das aber konkret jetzt für Männlichkeiten? Quasi, und wenn wir jetzt eben dieses Konfliktlösungsmuster als eben einen inneren Prozess verstehen, quasi Männlichkeit als Reaktion zu gegen eben zum Beispiel, und das sind wir jetzt bei den weiblichen Eigenschaften wieder, oder vermeintlich weiblichen Eigenschaften, Passivität und Ohnmacht zum Beispiel, oder auch Überforderung oder Emotionalität, Traurigkeit und so weiter, also quasi alles eben diese Spannungen und Verunsicherungen, die dann quasi in der Reaktion, das beschreibt sie auch als über- und unterdrückt werden, und dadurch
quasi eben Wünsche auch, also quasi einerseits so die überfordernde Passivität, Ohnmacht und aber auch zum Beispiel Wünsche nach Bindungen werden dadurch ersetzt im Wunsch nach Unterwerfung anderer. Also ist ja, wird das klar, wie das gemeint ist? Schwer, ist es ein bisschen, oder? Wir haben zu tun. Bitte? Ich habe zu tun. Was grundsätzlich eh gut ist, aber genau, aber also quasi alles, was vermeintlich nicht ich sein darf. Also wenn wir jetzt denken, okay, junger Mann, du kriegst auch quasi gesellschaftlich vermittelt, du darfst nicht überfordert sein, du darfst nicht emotional sein und quasi als Umgang damit, weil das quasi eben nicht meins sein darf, das meint auch das Nicht-Identische, also quasi das Fremde, gehe ich so damit um, dass ich es quasi so stark unterdrück und dadurch aber ersetze durch einen Wunsch nach Unterwerfung anderer, weil ich mich dadurch aber dann trotzdem wieder nach oben bringen kann. Weil quasi auch so diese Unterwerfung anderer und diese Hierarchisierung geht ja nicht, ohne dass dadurch andere abgewertet werden müssen. Und dadurch quasi kriege ich aber dann die, weiß nicht, positiven Gefühle und vor allem auch die Identität. Genau, und was es aber auch, und das ist quasi so die, eine so der Hauptfunktionen, ist die Absicherung von Privilegien. Also weil das quasi diese Dominanzkultur, wenn wir es uns dann sowohl auf der Geschlechterebene, aber zum Beispiel auch Race oder Klasse anschauen, diese Hierarchien gibt es ja schon. Und deswegen beschreibt sie es auch als Dominanzkultur, die quasi verwendet werden, um dadurch wieder eigene Privilegien absichern zu können, Macht, Status, Ressourcen und so weiter. Und aber eben, das meinte ich, die Stabilisierung der eigenen Identität. Also Angstabwehr, man kriegt die Kontrolle zurück, man fühlt sich wieder zugehörig und auch immer Teil, aber nicht nur, von so rechtsextremen Logiken, Komplexität wird reduziert. Also es wird dadurch natürlich auch wieder sehr einfach und sehr klar. Lässt sich das auch auf Klasse anwenden? Ja. Also dass Sie dann auch nicht denken, man sollte nicht arm sein als Mann und deshalb gehen Sie dann gegen so Sozialreformen vor und sich selbst? Ja. Okay. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Genau. Also auch nochmal die Frage zum Beispiel, warum das auch dann in so einem bestimmte Männlichkeitslogik gehört, dass auch in seinem sozialdarwinistischen Denken zum Beispiel Leute, die beispielsweise obdachlos sind, anstatt dass man irgendwie versucht, denen zu helfen, wird damit argumentiert, sagen, okay, sie sind selber schuld, hätten sie sich halt mehr angestrengt, so wie ich. Also ist ein, genau, sehr gutes Beispiel, so klasse. Gehen wir weiter. Genau, jetzt sind wir eh schon bei konkreteren Sachen, und zwar bestimmte rechtsextreme Männlichkeitsbilder und Attribute. Also ich würde sagen, allen voran weiß, also da rede ich jetzt vom österreichischen bzw. deutschen Kontext, weiß, deutsch, nicht jüdisch, wobei eher implizit, also das traut man sich nach 45 so nicht mehr aussprechen, aber in der Realität trotzdem nicht jüdisch, und zwar wenn dann christlich und heterosexuell. In der Familie auch wieder die Rolle als Ernährer und Beschützer, und zwar da oft auch, weil quasi die Vorstellung von Volksgemeinschaft, also quasi diese natürliche und homogene Abstammungsgemeinschaft, das ist quasi auch oft das, geht Hand in Hand. Also quasi der Ernährer und Beschützer zum Erhalt auch der eigenen Volksgemeinschaft. Daran schließt auch an der Dienst an Volk und Nation, aber da zum Beispiel auch, weiß nicht, Militärdienst, Überlegenheit und Autorität. Teilweise auftreten als Führer und Gestalter, viele Kriegs- und Kampfmetaphern, da kommen wir dann nachher eh noch dazu,
Und vor allem, ich würde sagen, dass vor allem auch die letzten drei Sachen dann eigentlich eh alles schon, aber besonders die drei Sachen dann vielleicht nochmal eher sehr, oder sagen wir die zwei Sachen, nochmal eher sehr bezeichnend sind für Neonazismus. Also gerade diese Hypermaskulinität und Aggression und extreme Gewaltbereitschaft würde ich vor allem dann den Neonazismus zuschreiben und vielleicht also vor allem in diesen Hypermaskulinen vielleicht noch nicht so oder nur vereinzelt im Rechtsextremismus, aber schon auch, da kommen wir dann nachher eh noch zu einem Beispiel, das dann auch wieder ein bisschen widersprüchlich ist, aber ja. Genau, Kameradschaft, Männerbund, also bestes Beispiel Burschenschaften, da sage ich heute nicht so viel dazu, weil das der Kollege nächste Woche macht. Genau. Genau, und was aber quasi so ein sehr zentrales Konzept ist, ist die soldatische Männlichkeit. Und die ist auch aktuell wieder ziemlich präsent eigentlich in bestimmten Gruppen zumindest. Genau, also da wirklich so der kriegerische, sich aufopfernde Mann, der auch viel Disziplin hat, kommen wir dann nachher auch noch kurz dazu in einem Beispiel. Und das ist quasi so das Ideal und vor allem auch das Gegenmodell zur Ausdifferenzierung von Lebensentwürfen. Und da oft auch mit dem Argument von gegen eine Verweichlichung, also quasi der starke soldatische Mann gegen eine Verweichlichung oder teilweise auch Verweiblichung einer Gesellschaft. Und auch da wieder eben mit diesem mit bestimmten Charaktermerkmalen oder Tugenden, wie zum Beispiel Kompromisslosigkeit, Härte, Kampf- und Opferbereitschaft, Disziplin, Mut, Tapferkeit, Zähigkeit. Und das hat auch historische Bezüge. Also das ist das, was ich vorhin schon kurz meinte mit, ich würde sagen, das Bild der soldatischen Männlichkeit ist das, was im Rechtsextremismus am längsten Bestand hat, was aber nach 1945, also nach dem Nationalsozialismus, zunehmend schwieriger war, sich zumindest im vollen Ausmaß darauf beziehen zu können. Also Deutschland sowieso, aber selbst auch in Österreich, wo quasi die Aufarbeitung der NS-Zeit doch ein bisschen gebraucht hat. Selbst da war das so in dem Umfang nicht mehr möglich. Aber man, was schon nach wie vor noch quasi personelle Bezüge sind, sind sie, also werden teilweise als Dichter-Soldaten bezeichnet, und zwar Ernst Jünger und Karl Schmidt. Die werden also gerade in der sogenannten Neuen Rechten sehr viel rezipiert. Und eben zum Beispiel, also das erste Beispiel, das ist eben von Ernst Jünger, der auch quasi viel so dieses Konzept von der Machtlosigkeit des Individuums in der bürgerlichen Gesellschaft, also das quasi auch schwach ist und eigentlich keine Handlungsfähigkeit hat, also ohnmächtig ist, gegen quasi, und das wäre dann die... ja, rechte bis faschistische Erzählung, quasi die Utopie der Selbstermächtigung des männlichen Individuums, das quasi ja auch die Handlungen in die Hand nehmen muss. Und ähnlich auch bei Karl Schmidt, der sagt, okay, dezionistische, also das heißt, dass quasi Entscheidungen oder das Entscheidende allein deswegen das Recht haben zu entscheiden, weil sie es haben, ungeachtet jetzt vom Inhalt, aber quasi genau das Recht der Entscheidung einfach aufgrund des Rechts, das man hat. Genau, männliche und militärische Politik gegen eben, und das hat auch, da ist es wirklich so formuliert, also der weibliche und kompromisslerische Liberalismus. Also auch da wieder so, okay, Kompromisslosigkeit, die Härte und so weiter liegt im männlichen und politischen, während der Liberalismus und alles, was dazugehört, also eben auch die Ausdifferenzierung von Lebensentwürfen, mehr Möglichkeiten für unterschiedliche Menschen,
als weiblich und eben kompromisslerisch und quasi nicht konsequent genug verhandelt werden. Und was da, und das wird dann nachher auch gleich wieder interessant, also vielleicht sich das ein bisschen merken, auch bereits im Faschismus viel rezipiert worden ist, ist so dieser Topos der Jugend. Also quasi, wer kann diese Vorstellungen, also quasi auch diese männlichen und gleichzeitig dadurch die guten Vorstellungen erfüllen, und das ist quasi die Jugend, die männliche Jugend, aber die Jugend, und auch da wieder so der Vergleich von, okay, es braucht zuerst die Eroberung der Straße als Voraussetzung für die Eroberung des Staates. Und das ist insofern auch so interessant, sehen wir dann noch in den Beispielen, weil das zum Beispiel Gruppen wie die Identitären sich genau, also einerseits real wirklich auch auf die Personen beziehen, aber genau auch das bedienen. Also die nennen sich ja selber auch Jugendbewegung, und quasi auch jetzt vermehrt als noch vor ein paar Jahren setzen tatsächlich viel auf Aktionismus auf der Straße, und das bezieht sich unter anderem genau auf diese Ideen. Ja, vielleicht noch so überblicksmäßig, das ist jetzt nicht umfassend, aber Begründungen, und zwar Begründungen einerseits quasi, warum Männlichkeit in der Krise ist, aber überhaupt auch Geschlechterbilder in der Krise sind, und genau, dann weiter auch, warum man es quasi zurückholen muss. Und eine Begründung, die ganz beliebt ist, ist eben quasi Dekadenz und materieller Überfluss. Die Leute haben zu viel, ihnen geht es zu gut, deswegen haben sie dann irgendwelche Flausen im Kopf und wollen 100.000 verschiedene Geschlechter, aber eigentlich wissen sie quasi gar nicht mehr, worum es wirklich geht. Und das aber, weil eben als Ausdruck der Dekadenz, also zum Beispiel auch das Forderung nach der Akzeptanz von mehr als zwei Geschlechtern wird oft verbunden mit als quasi Ausdruck der Dekadenz. Und dann quasi, was es in der Konsequenz bedeutet, ist eben der Niedergang der Kultur, allen voran der eigenen und da vor allem wieder der deutschen, also im österreichischen und deutschen Kontext. Das hat man jetzt auch schon öfters, die Verweichlichung bzw. Verweiblichung der Gesellschaft. Und es wird oft begründet mit auch mit fehlenden männlichen Vorbildern. Und da eben sowohl quasi gesellschaftlich in der Erziehung, aber zum Beispiel auch in den Medien. Genau, und was da sehr beliebte Feindbilder sind, ist, ich würde sagen, allen voran das ist jetzt quasi, das sind Formulierungen von rechts, also die sogenannte Gender-Ideologie. Damit meinen sie vorwiegend oder tendenziell eben Gender Studies als Wissenschaft, dann Gendern, also quasi genderreflektierte Sprache, aber auch so Gender-Mainstreaming-Konzepte im Staat oder in der Politik. Genau, Feminismus und Feministinnen, beziehungsweise generell auch die LGBTIQ-Community, ganz zentrales Feindbild. Denen wird dann oft, also mit denen meine ich Feministinnen oder auch ganz allgemein dem Feminismus, oft auch die Schuld gegeben, dass eben auch an den oberen eben quasi Dekadenz oder dass die Kultur zugrunde geht, aber auch Stichwort Frühsexualisierung der Kinder, also wenn quasi an Schulen versucht, wieder diverser Aufklärungsunterricht oder Workshops zu machen, da kommt ganz oft das Argument der Frühsexualisierung der Kinder. Genau. Und ja, zum Beispiel auch so Schlagwörter, was aktuell ganz beliebt ist, nicht nur im Rechtsextremismus, sondern auch in so Verschwörungskreisen, ist Globo-Hobo. Das ist gerade irgendwie so ein Schlagwort, das aber zum Beispiel noch viel von den Identitären
verwendet und verbreitet wird, und das meint quasi diese globale Homo-Agenda, also quasi die Homo-Lobby, die im Hintergrund eben versucht, die Fäden zu spinnen, da sind wir dann auch wieder beim Antisemitismus, aber es gibt vielleicht zwei, versucht die Fäden zu spinnen, um quasi die Menschen zu indoktrinieren, und dann, und das sind wir dann schon sehr in der Verschwörung, aber quasi das, auf was es dann hinauslaufen wird, ist, dass es dann bald nur noch Einheitsmenschen gibt, die alles oder nichts sind, und dann haben wir den Transhumanismus. Also Transhumanismus ist auch da gerade ein sehr beliebtes Schlagwort, das sich eben entweder direkt zum Beispiel auf die Impfung bezieht oder aber eben auch auf ja, unterschiedliche Geschlechterkonzepte. Ich geht jetzt zu weit. Ja, ja, genau, und dann natürlich auch, also wieder bei Männlichkeiten, eben nicht hegemoniale bzw. ethnisierte Männlichkeiten, also quasi aufgrund von Herkunft nicht nur ausgeschlossen werden, sondern, und das ist besonders perfide, quasi wann nicht nur im Rechtsextremismus, also das beginnt schon im Konservativismus, quasi wann man sich plötzlich für Feminismus interessiert, und das ist vor allem dann, um einen Rassismus legitimieren zu können. Also quasi, wenn es eben so diese Erzählung von, okay, ein weiterer Grund, warum wir unsere Grenzen dicht machen müssen, ist, weil quasi die fremden Männer kommen und unsere Frauen und Kinder überfallen. Genau, also da ist es plötzlich dann Feminismus, unter Anführungszeichen. Genau, und da geht es aber eigentlich quasi darum, dass man ja, das strategisch verwendet, um Rassismus und auch Grenzschließungen zu legitimieren.